Dass man mit Hilfe von Texteingaben ganze Bilder generieren lassen kann, das habe ich euch ja schon gezeigt in einem meiner Videos. Beste Beispiele dafür sind die AIs Midjourney, DALL-E oder auch Stable Diffusion. Doch was jetzt Google vorgestellt hat, ist eine weitere Sensation und könnte im Prinzip den ganzen Musikmarkt revolutionieren. Es soll nämlich möglich sein, auch mit Texteingaben ganze Lieder generieren zu lassen und noch weiter, sogar einfaches Pfeifen soll ausreichen, damit Google daraus ein Lied komponieren kann. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch heute. News Ninjas. Das Projekt, das ich euch heute vorstellen will, heißt MusicLM. Und ihr seht schon, um was es geht. Es geht darum, um Musik vom Texten zu generieren. Ich werde euch später noch ein weiteres Projekt zeigen, das in die ähnliche Richtung geht und auch schon ein klein wenig weiter ist. Dieses Projekt hier, MusicLM, ist von Google Research. Google Research ist quasi das Experimentierlabor von Google und da erblicken immer wieder erstaunliche Dinge das Licht der Welt, eben wie auch MusicLM nun. Und das sind schon ziemlich erstaunliche Ankündigungen, die da MusicLM oder Google Research macht. Zum einen erklären sie eben hier, dass man aus einfachen Textbeschreibungen Musik generieren kann. Wir werden uns das auch gleich nochmal anschauen. Und die Experimente zeigen, das steht hier, dass MusicLM bisherige Systeme sowohl in der Audioqualität als auch in der Einhaltung der Textbeschreibung übertrifft. Und dem noch mehr. Darüber hinaus zeigen wir, dass MusicLM sowohl auf Text als auch auf eine Melodie konditioniert werden kann, indem es gepfiffene und gesummene Melodien gemäß dem in einer Textbeschriftung beschriebenen Stil umwandeln kann. Auch das werden wir uns dann mal angucken. Man kann also theoretisch eine Melodie vorpfeifen, die man so im Kopf hat, und dann generiert daraus MusicLM eine echte Melodie, was natürlich für Leute wie mich, die musikalisch nicht so talentiert sind und auch keine Noten schreiben können, keine Notensätze schreiben können, ziemlich genial wäre, wenn ich eine Melodie plötzlich im Kopf habe, die pfeife und MusicLM macht dann daraus eben ein Lied. Das wäre schon ziemlich revolutionär. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wir haben hier drei Beispiele für relativ einfache Textaufforderungen, also Prompts, die man eingibt und woraus dann MusicLM eben eine Melodie generiert. Dieser erste Prompt heißt zum Beispiel melodischer Techno und das ist dann daraus geworden. Also das hört sich schon ziemlich nach Techno an und auch ziemlich melodisch. Da würde ich mal sagen, das ist schon ein Volltreffer. Beim nächsten Begriff heißt es dann Schwingen, also eher Swing-Musik, wenn man so will. Also schon klasse, relativ einfach. Ein einziges Wort und MusicLM macht daraus Swing. Dann probieren wir das Ganze natürlich auch noch aus mit entspanntem Jazz. Was ist denn daraus geworden? Schauen wir mal. Kann man sich gut vorstellen, wenn man Schlafstörungen hat, dann kann man das zur Entspannung anhören. Also das ist auch gelungen. Da hat MusicLM auch erkannt, um was es letzten Endes geht. Jetzt probieren wir das Ganze mal mit etwas komplexeren Prompts, also Texteingaben, aus. Hier soll ein Lied generiert werden für ein Arcade-Spiel. Es soll schnell sein, es soll ein E-Gitarren-Riff drin vorkommen. Geräusche wie Beckenschläge und Trommelwirbel, das wäre auch nicht schlecht. Und das ist daraus geworden. Also ich meine, das kann man sich durchaus vorstellen als Hintergrundmusik für so ein Arcade-Spiel. Der nächste Versuch hier ist dann Reggaeton, elektronische Tanzmusik. Es soll ein bisschen Ehrfurcht, aber auch Staunen hervorrufen. Ob das gelingt, schauen wir mal. Also tanzen auf jeden Fall. Ob das jetzt bei mir Ehrfurcht hervorruft, na, ich weiß nicht.
Hier haben wir ein Beispiel, das soll ein Synthesizer-Musik also mehr oder weniger sein und dann auch noch solche Spezialbegriffe wie Pads, Sub-Bassline, sanfte Drums sollen da mit drin vorkommen. Es kann sein, steht hier, dass es auf einem Festival während zwei Songs für einen Aufbau spielt. Gucken wir mal. Kann man, denke ich, auch durchgehen lassen. Und hier haben wir noch ein Beispiel für den langsamen, von Bass und Schlagzeug geleiteten Reggae-Song. Der Gesang ist entspannt, mit einem entspannten Gefühl, sehr ausdrucksstark. Also da soll jetzt sogar Gesang drin vorkommen. Schauen wir mal, ob der auch wirklich generiert wurde. Also ich glaube, da können sich bald einige Komponisten warm anziehen, wenn es so einfach ist, einen Titel zu produzieren mit diesen Textvorgaben. Wow, das ist schon echt nicht schlecht. Wir haben hier noch einige weitere Beispiele, die will ich jetzt nicht alle vorführen. Vielleicht noch eines. R&B, Hip-Hop kann das Ding angeblich natürlich auch. Und wir sehen hier sogar eine weibliche Vocal Singing in Rap-ähnlicher Manier. Also da ist wirklich ganz viel vorgegeben worden. Strandparty, Fernsehshow, Highschool-Drama-Film und so weiter und so fort. Mal gucken, was aus all diesen Eingaben geworden ist. Ich denke mal, ein bisschen merkt man hier, dass es eine künstliche Stimme sein könnte, aber es ist echt nur minimal. Also auch neue Hip-Hop-Produzenten können das Licht der Welt erblicken, einfach den Text eingeben und dann wird der nächste Hip-Hop-Song produziert. So, und jetzt wird's richtig verrückt. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil, bei dem man einfach etwas vorsummen oder vorpfeifen kann und dann macht dann Music LM daraus wiederum ein Lied. Wir haben hier ein Beispiel für ein Summen. Vielleicht kennt ihr den Titel Bella Ciao. Wir hören uns mal das Summen an, das hier aufgenommen wurde. Na, 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 na. Das ist also jetzt nicht das vom Board generierte Lied, sondern hier wird das Lied einfach vorgesummt. Und mit diesen Vorsummen soll jetzt Music LM entsprechend das Lied nachbauen können in verschiedenen Weisen. Wir haben hier mal ein Beispiel für einen A Cappella-Chor auf Basis dieses Summens. Also schon echt krass. Wir haben das Ganze auch als Synthesizer. Oder wie wäre es in der Version als Opernsänger? Nun gut, das hat ein bisschen schräg geklungen vielleicht, aber wir waren nah dran. Und das Ganze soll eben auch mit Pfeifen gehen. Hier haben wir jetzt mal vorgepfiffen. Und auch daraus soll dann das Lied entstehen. Wir hören uns dann nochmal die A Cappella-Chor-Version an von Music LM. Ja, auch gar nicht so schlecht. Vielleicht mal ein Gitarrensolo aufgrund dieses Vorpfeifens. Ja, das war schon ein bisschen improvisiert, würde ich sagen. Hier noch ein weiteres Beispiel mit Mozarts Symphonie in Vorpfeifen. Gut, das war also das Beispiel und daraus macht dann Music LM folgendes. Nehmen wir auch mal hier am Anfang die A Cappella-Chor-Version.
hören wir uns das Klaviersolo vielleicht mal an. Klavier hat man noch gar nicht. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen weiter runter scrollen, sehen wir, dass wir auch noch weitere Instrumente oder Beispiele haben, wie eben zum Beispiel eine Trommel mit Flöte. Mal gucken. Auch sehr gelungen. Und wenn wir ein bisschen rüber scrollen, dann sehen wir, dass wir hier auch noch mehr Beispiele haben, wie zum Beispiel Ode an die Freude vorgesummt. Also so gut ist es gar nicht gesummt. Ob das Music LM erkannt hat, schauen wir mal. Ja, lässt sich also ganz schön viel auch in neuen Varianten vielleicht dann remixen. Und ich denke, da können ganz viele neue Versionen von bekannten Titeln rauskommen. Und man sieht, man muss gar nicht so exakt summen und pfeifen können. Die Melodie, wenn man einigermaßen dann hinbekommt, dann kann auch Music LM damit durchaus was anfangen. Wir legen jetzt einfach nochmal eins drauf. Und jetzt wird hier Musik generiert für bestehende Bilder. Wir sehen hier ein Bild und hier ist dann die Gemäldebeschreibung. Und wenn man Music LM diese Gemäldebeschreibung vorgibt, versucht dann Music LM daraus ein passendes Lied zu komponieren. Dieses hier ist also ein Gemälde von Salvador Dali. Das ist hier die Beschreibung, schmelzende Uhrenbilder und so weiter und so fort. Und das hat man dann in Music LM eingegeben. Und für dieses Bild hat dann diese AI das hier generiert. Ja, ich überlasse jetzt mal eurer eigenen Entscheidung, ob ihr meint, das Lied passt zu diesem Bild oder ob ihr meint, nee, das ist aber voll daneben. Hier hat mir noch ein Gemälde Napoleon überquert die Alpen. Das ist hier dann die Beschreibung, die in Music LM eingegeben wurde. Also gar nicht so viele Informationen. Schauen wir mal, welches Lied denn dazu als passend empfunden wurde. Naja, sage ich jetzt mal. Lasst uns das auch noch ausprobieren. Der Schrei, durchaus auch ein sehr bekanntes Gemälde. Und da ist natürlich die Beschreibung auch sehr interessant. Natur, wir haben Schrei, wir haben halluzinatorische Erfahrungen oder einen blutroten Himmel. Da bin ich jetzt ja mal sehr gespannt, was dafür komponiert wurde. Ja, also da glaube ich, kann man durchaus halluzinatorische Erfahrungen machen. Also zumindest die Ohren sind danach wieder frei. Ja, wie geht es jetzt mit diesem Projekt weiter mit Music LM? Momentan ist das Ganze in einer Experimentierphase. Das heißt, wir können leider noch nicht eine öffentliche Demo benutzen und das einfach selber ausprobieren, was man natürlich gerne tun würde. Momentan hat Google Research erstmal mehrere tausend solcher Beispieldatensätze veröffentlicht, mit denen jetzt dann andere Forscher, Ingenieure, Wissenschaftler auch weiterarbeiten können. Und dann erblickt Music LM vielleicht auch den Status, dass es eine öffentliche zugängliche Demo dann anbietet. Aber noch nicht traurig sein, denn das, was ich euch zuletzt gezeigt habe, dass man also für so Bilder Musik generieren kann, das gibt es tatsächlich auch schon von der Konkurrenz. Und das schauen wir uns jetzt mal an, denn da können wir tatsächlich auch schon selber Musik anhand von Bildern kreieren. Und das Projekt, das wir tatsächlich schon testen und benutzen können, das nennt sich Text to Image to Music to Video. Und man kann hier schon sehen, das ist ein asiatisches Projekt. Und wenn ihr das ausprobieren wollt, dann müsst ihr euch einmal kostenlos hier anmelden bei Hugging Face.
Und ich habe euch das Ganze natürlich verlinkt. Ihr müsst ja nur einen kostenlosen Account dann anlegen bei Hugging Face. Und dann könnt ihr hier dieses Ding auch ausprobieren. Und das tun wir jetzt auch mal. Als erstes müssen wir hier eine Bildvorgabe machen. Also wir brauchen ein Bild. Was denken wir uns denn da mal Schönes aus? Wir sagen einfach mal a sunny day, also ein sonniger Tag. Dann sagen wir, da haben wir Children, also Kinder mit dabei. Und vielleicht ein Festival. Und jetzt schauen wir mal, wir haben verschiedene Style, die wir hier aus oder Stile, die wir aus ja, wählen können für unser Bild. Das kann jetzt ein Pixel-Style sein, futuristisch, Cyberpunk, surreal. Machen wir doch einfach mal wieder Cyberpunk, was wir so gern haben. Es gibt dann auch verschiedene Generatoren für die Musik. Da gibt es den Refusion oder Mubert AI. Ich habe zuletzt immer mit den Mubert AI gespielt, deswegen nehme ich den jetzt hier einfach auch mal. So, nachdem wir alles eingegeben haben, also hier eine Beschreibung, wie unser Bild aussehen soll, der Style des Bildes und welcher Music-Generator hier verwendet werden soll. Wenn wir das alles eingegeben haben, dann klicken wir hier auf Generate Image. Also er soll uns jetzt erstmal das Bild hier generieren. Und dann können wir hier auch den Fortschrittsbalken sehen, was hier passiert. Das dauert natürlich ein klein bisschen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was daraus wird. 15 Sekunden soll das Ganze dauern. Schauen wir mal, ob das hinkommt. Meistens dauert es immer ein bisschen länger, als da steht. Das kann ich euch schon vorab mal sagen. Wir warten einfach mal. Ich mache hier eine kurze Pause, bis das Bild hier generiert ist und dann geht das Video weiter. So, jetzt ist es fertig generiert. Hat ungefähr 45, 50 Sekunden gedauert. Also aufgrund unserer Vorgabe ist jetzt das hier rausgekommen als Vorschlag 1. Hier Vorschlag 2 sieht auch ziemlich ähnlich natürlich aus. Also wir haben hier tatsächlich so eine Festivalatmosphäre, wir haben einen sonnigen Tag, wir sehen ein bisschen Wolken, aber es ist ein sonniger Tag. Ob das jetzt Cyberpunk ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es auch Kinder und ein Festival. Und jetzt schauen wir mal, was hier generiert wurde. Wir klicken hier mal auf Abspielen. Das heißt, wir haben jetzt hier das Bild bekommen. Und diese AI hat gleichzeitig die dazu passende Musik generiert, also was die künstliche Intelligenz für dieses Bild als passende Musik angesehen hat. Und das ist auf jeden Fall schon ziemlich festivalmäßig, würde ich sagen. Also das könnte so ein Dance-Festival sein. Und wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, kriegen wir diesen Track nochmal hier angezeigt. Und können ihn dann auch hier, wenn wir draufklicken, herunterladen und eben selber zum Beispiel weiterverwenden. Die Bildqualität, das sage ich euch auch schon gleich mal, ist nicht so ganz berauschend. Aber was eben hier wirklich witzig ist, dass man auch schon Musik generieren lassen kann aufgrund eben einer Vorgabe. Und wenn wir jetzt einfach mal das Bild ignorieren, können wir ja auch schon hier sagen, ja, das soll also eine Musik sein für einen sonnigen Tag mit Kindern, mit einer Festivalatmosphäre. Und dann wird daraus eben entsprechend hier so ein Song generiert. Das kommt ja schon ein bisschen auch in die Richtung von Music LM letzten Endes. Jetzt stellt sich noch die Frage, warum heißt das eigentlich Text to Image to Music to Video? Wir sehen ja hier kein Video, ist vielleicht ein bisschen falsch beschrieben, aber letzten Endes ist es das hier. Ihr habt ja das gesehen, wenn ich hier draufklicke, dann spielt es ja auch diesen Track und wir haben hier also dieses Bild. Und wenn wir hier auf diesem Bild einen Rechtsklick machen, dann können wir eben dieses Video speichern. Das heißt, dann wird eben der Track plus Bild sozusagen angezeigt und ihr könnt das zum Beispiel dann in einem Videoplayer abspielen, dann bekommt ihr das Bild zusammen mit der Musik abgespielt. Das heißt, es wird eine Art Video generiert, das ist ein Videofile, aber da bewegt sich eben letztlich nichts. Aber Musik und Video sind dann eben kombiniert, wenn ihr hier es hier herunterladet und wenn ihr nur den Music Track haben wollt, dann geht ihr ein bisschen weiter nach unten, dann könnt ihr hier nur den einzelnen Audio Track herunterladen. Text to Image to Music to Video verwendet, das sehen wir hier, Stable Diffusion in der 1.5er Version. Und ja, wir probieren einfach noch zwei, drei Beispiele aus, damit ihr ein bisschen Gefühl bekommt, was das Ding so kann. Probieren wir also mal einen neuen Begriff aus. Ich habe da mal was vorbereitet. Ein Bauernhof mit
Schafen und Kühen soll also jetzt die Ausgangslage für das Bild, aber eben auch für den Musiktitel sein. Jetzt nehmen wir mal nicht Cyberpunk, wir nehmen mal Cartoon. Wir gucken mal, ob sich dann die Musikrichtung ändert, wenn wir als Vorgabe Cartoon nehmen. Wir bleiben mal bei den Muppet AI und lassen das Bild plus die Musik mal generieren. So, das hat eine knappe Minute gedauert. Ich habe das Video kurz gepausiert, damit ihr nicht so lange warten müsst. Da finde ich jetzt wirklich ein nettes Bild auch mal dabei herausgekommen, hier mit unserer Farm und den Schafen und ja, den Kühen. Besonders gespannt bin ich jetzt aber darauf, welche Musik dazu komponiert wurde von diesem AI. Das finde ich wirklich klasse. Ich würde sagen, das passt dazu. Das ist vielleicht auch ein bisschen was für so ein Kinderbild, für ein Kinderbuch, also ein Buch mit Ton sozusagen. Aber ich würde sagen, der AI hat erkannt, dass es eine Cartoon-Atmosphäre ist, dass wir also auch eine Musik brauchen, die eben zu einem Cartoon-Style passt. Und wir haben diese Tiere hier. Ich würde sagen, das ist relativ gut gelungen. Und ihr seht, da sind wir schon eigentlich weiter als bei Music LM. Music LM noch in der Experimentierphase. Und hier kommen wir schon dazu, dass wir auch tatsächlich mit diesen Textprompts gute Musik und passende Musik generieren können. Okay, lasst uns noch eins probieren. In dem Fall werden wir ein bisschen episch. Wir machen jetzt hier einen Kampf der Superhelden, ein episches Szenario wollen wir haben und eine ja, cineastische Atmosphäre, also Kinoatmosphäre. Welchen Style suchen wir uns denn da mal aus? Ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal mit einem Realistic Style. Wir lassen das Ganze hier, ich glaube, es wird Mubert AI ausgesprochen. Bin ich ganz sicher, Mubert in Deutsch vielleicht, aber in Englisch wahrscheinlich Mubert AI. Und wir lassen das Bild plus Musik generieren und ich bin mal gespannt, ob wir da jetzt auch epische Musik tatsächlich bekommen. So, das ist fertig generiert. Diesmal musste ich übrigens richtig lange warten. Das hat über 2 Minuten gedauert. Und einmal bekam ich auch eine Fehlermeldung. Wenn euch das passiert, dass dann Error kommt, dann klickt einfach nochmal auf Generate Image. Und dann geht das von vorne los. Manchmal ist es ein bisschen überlastet und dann müsst ihr es einfach nochmal generieren lassen. Aber wir haben hier unseren epischen Superheldenkampf hier ein bisschen angelehnt an Superman, würde ich sagen. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, ob wir hier auch einen epischen Song dazu bekommen. Auf geht's! Also ich glaube, da kann man nicht meckern. Das ist durchaus episch. Das könnte auch eine Filmmusik tatsächlich sein, eine Sequenz daraus. Und ihr seht schon, das macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Gar nicht so sehr die Bilder meines Erachtens, sondern einfach mehr aufgrund solcher Vorgaben ein passendes Lied zu generieren. Und ja, da kann man sich auch die Zeit wirklich wunderbar mit vertreiben. Ja, und wenn ihr zum Beispiel eurer Freundin oder euren Freund ein nettes Video zu Valentinstag schicken wollt oder eine Einladung schicken wollt per Video für ein romantisches Candlelight Dinner, dann könnt ihr das natürlich auch mit diesem Generator machen. Dann nehmen wir doch einfach mal diesen Prompt hier. Romantic Candlelight Dinner, nochmal Candlelight in Love. So, das heißt also Liebesatmosphäre. Und dann lassen wir uns hier ein schönes Bild generieren plus die passende Musik. Dann laden wir das Video herunter und dann können wir das per WhatsApp zum Beispiel unserer Freundin oder den Freund schicken, je nachdem. Und das ist dann so die versteckte Einladung zu einem romantischen Dinner. Was nehmen wir da als Style? Vielleicht in diesem Fall mal, ja, machen wir mal Ölpainting, also ein Ölbild. Mal gucken, ob sich das auch irgendwie auf die Musik auswirkt. Und dann gucken wir mal, was wir da für ein romantisches Bild mit hoffentlich romantischer Musik bekommen. Und wie gesagt, das könnten wir dann ja zum Beispiel tatsächlich per WhatsApp verschicken. So, das ging jetzt vergleichsweise schnell mit 20 Sekunden. So, also sieht das Bild aus. Das ist jetzt ja romantisch durchaus hier so am Meer. Es sind jetzt keine Personen drauf, aber ist ja vielleicht umso besser. Das könnte ja dann der Platz für Frau und Mann oder Freundin und Freund sein, wenn wir das verschicken wollten. Gespannt bin ich jetzt aber besonders drauf, ob diese Musik denn auch dann romantisch wird und wir damit eine tolle Einladung versenden können. Ja, schauen wir mal. Musik.
Also es hat durchaus etwas, erinnert mich ein bisschen an Twin Peaks irgendwie. Das ist dann nicht ganz so romantisch, aber durchaus eine ruhige Musik, eine ruhige Melodie. Wir können das einmal vergleichsweise vielleicht nochmal mit dem anderen Music Generator probieren. Wir haben jetzt immer den Mubert AI genommen. Lasst uns das nochmal mit Refusion probieren, ob sich das dann irgendwie ändert. Bei Refusion können wir auch sagen, wie lange denn das Lied gehen soll. Also momentan sind 5 Sekunden eingestellt. Lasst uns daraus mal maximal 10 Sekunden machen. Wir lassen es mal bei Romantic Candlelight Dinner und vergleichen einfach mal die Musik, wenn wir als Generator den Refusion hier nehmen. So, auch das Bild ist generiert. Das sieht, ja, ist das romantisch? Ich glaube, das ist eher das Ende eines Candlelight-Dinners, nachdem sich dann beide gestritten haben und er sich dann abwendet und überlegt, ob er vielleicht doch an diesem Abend Schluss macht. Vielleicht nicht ganz so geeignet für eine Einladung per WhatsApp, aber es heißt drum, wir hören uns jetzt mal das von Refusion komponierte Lied für diese Sequenz hier an. Also das finde ich insgesamt romantischer. Leider kann man da eben nur bis zu 10 Sekunden generieren. Weiter geht er nicht. Mit dem Mubert AI können wir ein bisschen mehr Musik oder längere Musik generieren. Also probiert es einfach selber ein wenig aus und spielt damit herum. Ich glaube, euch wird das genauso viel Spaß machen, wie es mir hier Spaß macht. Und jetzt verabschiede ich mich auch von euch und dafür lasse ich einfach auch ein Abschiedslied generieren. Was immer das auch wird, wir nehmen einfach Abschied bis zum nächsten Mal. Da mache ich jetzt hier einfach mal, ja, nehmen wir diesmal Pixel Style. Vielleicht wird es besonders lustig und mit diesem Abschiedslied verabschiede ich mich dann eben auch ganz einfach. So, es ist fertig generiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und konntet auch wieder Neues lernen zum Ausprobieren. Ich spiele jetzt einfach das Abschiedslied ab. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Thank you.